Ob Feuer, Rauchentwicklung oder Bombenfund, künftig sollen die Berliner auch per SMS von der Feuerwehr gewarnt werden. Mit unserem neuen System Katwarn können wir die Bevölkerung bei Großschadensereignissen und Katastrophen, wie zum Beispiel schweren Unwettern, rechtzeitig informieren und auch Verhaltenstipps geben. Früher warnten Sirenen die Bürger vor Unwetter oder Bränden. Das neue SMS-System stelle sich auf veränderte Mediennutzung ein. Die Sirene hat man schon vor über 20 Jahren abgebaut. Offensichtlich in dieser Euphorie, dass der Kalte Krieg vorbei ist, hat man geglaubt, man braucht so etwas nicht mehr. Es gibt aber schon seit vielen Jahren die Diskussionen, wahrscheinlich nicht zuletzt nach dem 11. September 2001, wo vielen Verantwortlichen klar geworden ist, wenn die Bevölkerung informiert werden muss, gewarnt werden muss, dann stehen uns nicht genügend Medien zur Verfügung. Das neue System soll ab kommender Woche in der Hauptstadt starten, hat jedoch einen kleinen Haken. Wir sehen eigentlich das Hauptmanko im Augenblick darin, dass eben der Nutzer, der Bürger aktiv werden muss. Das heißt, er muss sich erst mal selber eben entsprechend über eine SMS-Nummer dort anmelden, damit er diesen Dienst abrufen kann, kostenlos abrufen kann. Noch schöner wäre es sicherlich, wenn man ganz gezielt Menschen, ob die das nun wollen oder nicht, die sich in einem bestimmten Postleitzahlenbereich oder in einer Funkzelle aufhalten, wenn man die gezielt informieren kann und sagen kann, Achtung, Schadstoffwolke, sieh zu, dass du da wegkommst. Kein Ersatz, aber eine sinnvolle Ergänzung. Katwarn ab Montag für die Berliner nutzbar. Mehr Infos dazu bei der Berliner Feuerwehr.